Und seither, Buddies, isse ich kein geiler Schnee mehr. Bro. Omi. Digga. Also mir ist es erst etwa am vierten Tag aufgefallen. Amigo. 1754 Barock-Klassizismus von der Strichführung her. Grosszügig zu einem nicht ganz. Man hat gemerkt, dass sich der Herr Bundesrat einfach keinen Namen merken kann. Was denkst du dazu, Brody? Rolf Furrer ist mein Name. Ja, normal, Brody. Vertraue deinem Bruder, dem Brüder, die laufen im Team. Darf ich Ihnen vorstellen, der Präsident des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der Albert Sigrist. Also eigentlich bin ich gar nicht blind. Ah. So sehr ich mich auch bemüht habe. Sie sind einfach nicht in seinem Kopf hier. Wie geht's mir? Alter. Albert Sigrist. Alter. Anne-Sophie, gut, dass du da bist. Wie geht's eigentlich deinen drei Schwestern? Der Marianne, der Luisa und die jüngste Valentina Romina, gell? Geht's dir gut? Ja, danke. Komischerweise hat er bei Frauen das Problem viel weniger gehabt. Ich habe sie letzte mit der Luna Coco im Rest von der Tahisha gesehen, an der Charlotte-Hochstrasse. Herr Bundesrat, Entschuldigung. Wir sollten noch schnell mit dem Herrn Ibrahimovic über den Charity-Event von nächster Woche reden. Wer? Mit dem Zlatan Ibrahimovic. Ah, der Skifahrer. Meister in der Ehrendivision. La Liga. Viermal das Scudetto. Zehnmal nominiert für den Ballon d'Or. Also, den Zlatan Ibrahimovic kennt man einfach nicht. Ich habe mich eigentlich nur gefragt, wie lange es geht, bis die Medien davon Wind bekommen. Darum habe ich am Rotjob von Amerika Donald Trump und dem Dude von Russland auf dem Pferd gesagt. Wladimir Putin. Sorry, Jungs. Kennt das, aber jetzt wird es bei euch biografisch ein bisschen unübersichtlich. Kinder, ich mache da nur meinen Job. Letzte Frage noch. Ja, da vorne. Nein, der mit der Glatze und einem komischen Gesicht. Claudio Maresi, Watson, ich habe eine persönliche Frage. Und ich wollte Ihnen da nicht zu nahe treten, aber... Der Claudio Maresi, spitzwindig wie immer. Ich habe nur gedacht, jetzt kommt er mit. Können Sie uns verraten, wie Sie den Bart pflegen? Amigo, die Antwort findest du auf gutefrage.net. Aber ist das wahr? Was sagen Sie zum neuen Newsbericht, dass Sie sich keinen Namen merken können? Hey, welche Himmeltrollig Boulevard-Organisation, die da mein Beruf ist? Okay, es ist möglich, dass ich nicht jeden Namen von jedem Parlamentarier gut merken kann. Ja, da vorne noch. Herr Bundesrat, der kennt den Namen von Zlatan Ibrahimovic nicht. Ist das richtig? Wer ist das? Zlatan Ibrahimovic. Das ist auch ein schwieriger Name. Wer hat das gesagt? Der Lars. Wer? Euer Generalsekretär. Was soll ich da noch sagen? Dankeschön. Der ist super, gell? Und wir sind mitten in der Vorbereitung für den Staatsbesuch.